Ein wunderschön, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ja, der Rebell hat mich ja gefragt, ob ich mal zeigen kann, weil ich habe in letzter Zeit ja eigentlich relativ wenig gegessen wegen der Diät. Und weil die Zeit zum richtigen Kochen nicht da ist, esse ich momentan eigentlich immer nur einmal am Tag so eine Suppe. An der Suppe nicht, das sind so Nudeln hier. Nudeln mit Speck, seht ihr das? Pasta, Speck, Sahnesoße. Das ist mein... meine ganze Tagesration. Und Rebell kriegt das nicht hin, dass nicht nur Rebell, da waren, ich weiß ja nicht, wer war das noch, irgendeiner war das noch, dass es nicht anbackt. Also das backt immer bei ihm an und wird bei ihm nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache dazu ein Video, wie ich mir das mache. Am besten ist, ich nehme mal so eine Pfanne. Die sollte beschichtet sein. So, die ist noch nicht ganz auf Temperatur und ihr braucht dann halt nur 500 Milliliter Wasser. Ich nehme immer, ich weiß nicht, ob man es sieht, knapp 600. Also die 500, die draufstehen, nehme ich nicht, ich nehme immer so knapp 600, weil viel Wasser verkocht und ja, keine Ahnung. Im Prinzip ist es eigentlich kinderleicht. Wir machen jetzt das Wasser gleich drin. Ich warte jetzt nur noch darauf an, dass das hier vernünftig heiß wird. Der Punkt ist noch nicht ganz rot. Und hier hinten steht es auch drauf, wir sollen 500 Milliliter Wasser in den Topf geben. Wir machen, wie gesagt, 600 Milliliter, also knapp 600, also könnt ihr ruhig 600 nehmen. Ich mache dann mal Pi mal Daumen, ich guck drauf, dass es so halbwegs bei 600 ist. Ich habe auch genau die 600 heute getroffen, sehe ich gerade. Dann sollen wir den Beutelinhalt drin geben. Dann, brauche ich Licht. Bei mittlerer Hitze 6 Minuten, köcheln lassen. Ich mache das aber ein bisschen anders. Also ich mache jetzt nicht, lasse das jetzt nicht kochen, gebe drin und drehe dann sofort runter. Ich lasse das kochen, das Wasser, was wir gleich drin machen werden. Das wird doch schon immer mehr rot, der Punkt. Lasse das kochen, gebe das dazu und dann lasse ich es, naja, so im Schnitt 3, 4, 5 Minuten kochen oder so. Kommt immer drauf an. So Pi mal Daumen mache ich das immer. Also ich stelle mir da keine Uhr. Und dann stelle ich das erst auf 1,5 runter. Und lasse das immer noch ein bisschen köcheln. So um die, im Schnitt 8 Minuten. So zwischen 5 bis 8 Minuten. Manchmal braucht man auch, bei dem mit Tomatensauce braucht man was länger. Da braucht man um die 10 Minuten, damit die Nudeln auch weich werden. Aber hier bei denen, hier sind ganz kleine Nudeln mit bei. Reicht 5 bis 8 Minuten so in dem Dreh. So. Das ist jetzt soweit. Ich drehe euch mal nach unten, damit ihr wirklich seht, was ich mache. So. Lass mal den Deckel ab. Macht es auch am besten mit Deckel. Dann ist die Hitze da drin auch schneller erreicht. So. Jetzt können wir das wieder wegpacken. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt müssen wir einfach nur noch warten, bis das Wasser kocht. Der Punkt an der Pfanne ist jetzt knallrot. So, jetzt müssen wir da halt ein bisschen warten, bis es kocht. Und wenn es kocht, geben wir die Nudeln dazu. Da würde ich jetzt hier auch einen kurzen Cut machen. Wir warten jetzt einfach ab, bis es kocht, weil es ist ja Blödsinn, wenn ihr jetzt hier zuguckt und nichts passiert. Wir sehen uns gleich wieder, wenn das Wasser kocht. So, da sind wir auch schon wieder. Ich zeige euch das mal. Ich hole euch mal näher ran. Hoppala. So. Ich hoffe, ihr seht jetzt ein bisschen was. Ich habe halt nicht so viel Platz in der Küche. Also das Wasser kocht. Mein Stativ ist halt auch nicht so hoch, dass ich euch die ganze Zeit so nach unten richten kann, damit ihr dann vernünftig was seht. Aber so sieht er so ein bisschen, denke ich, doch auch, oder? So. Jetzt machen wir ja die Tüte auf. Und ich muss sagen, meine Frau ist jetzt nicht zufrieden über meine momentane Diät. Ich will jetzt nicht Diät sagen, aber ist ja im Prinzip, ich esse ja weniger, also FDH. Weil ich zu wenig esse, sagt sie. Ich muss Frühstück, Mittag, Abendbrot essen und ich esse jetzt halt immer zum Mittag jetzt was und das war's dann. Außer wo ich jetzt nicht die Tage, wo ich jetzt nicht dazu gekommen bin, weil wir mit der Kleine unterwegs waren, mit Auto, weil sie nicht schlafen wollte. Kinderwagen, alles hat nichts geholfen, musste man mit Auto unterwegs sein.
Und da habe ich dann schon mal bei McDonald's angehalten. Gebe ich auch zu. Aber ich habe mich da nicht übermäßig überfressen. Ich habe dann Burger gegessen, Curlys und das war's. Keine Cola. So. Jetzt haben wir das hier einmal durchgemengt. So. Jetzt kann das hier auch so bleiben. Ich nehme mal dann die Tüte, um mir den Löffel abzulegen. So, wir lassen das noch auf der hohen Temperatur und lassen das jetzt noch ein bisschen kochen. Das ist so meine Erfahrung. Weil ich habe es auch am Anfang so gemacht, wie es auf der Verpackung steht. Kochen lassen, also kurz aufkochen lassen, runter und dann für 5, steht auf jeder Packung anders drauf. Manche 5, manche 8 Minuten, manche 10 Minuten. Ne, 5 bis 8 Minuten. Hier sind es jetzt, habe ich hier schon wieder vergessen, 6 Minuten. Bei Spaghetti, bei Bolognese waren es, glaube ich, 8 Minuten oder so. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf nicht. Aber dann habe ich immer so das Problem gehabt, dass die Nudeln noch nicht so waren, wie man sie gerne mag. Deswegen lasse ich das immer noch eine ganze Weile dann so aufkochen. Deswegen nehme ich auch mehr Wasser, weil dadurch, dass ich halt jetzt länger kochen lasse bei Vollpulle, nicht runterdrehen, also nicht runtergedreht, noch nicht, verdampft natürlich viel, also geht auch viel Wasser verloren. Ja. Riecht schon gut, riecht von Anfang an gut eigentlich. Ich weiß gar nicht, welche das waren, die nicht so am Anfang nicht so gut gerochen haben, aber dann gut geschmeckt haben. Ich habe nämlich jetzt schon alles Mögliche probiert. Und die Pasta-Schinken-Sahne-Soße, was ich jetzt hier habe, also Pasta in Speck-Sahne-Soße, also das hier, das gibt es bei uns hier nur bei Kaufland. Ich habe bei Netto geguckt, nein. Lidl, nein. Aldi, nein. Edeka habe ich geguckt, nein. Also nur bei Kaufland. Und da komme ich selten hin, weil es im Nachbarort ist, also nicht regelmäßig. Deswegen habe ich mir jetzt mal ein paar Pakete mehr geholt. Ich habe auch jetzt mal geholt zum Kosten. Die habe ich so noch nicht gehabt. Kann ich euch ja auch mal sagen. Hörnli heißen die. Die hier. Die kannte ich vorher nicht. Die hatten sie jetzt auch bei Kaufland. Da habe ich jetzt mal zugegriffen. Fertig in 6 Minuten. Ja, hier steht, also haut nicht hin mit fertig in 6 Minuten, weil das Wasser muss kochen. Dann musst du 6 Minuten kochen lassen, wenn du das so machst, wie auf der Verpackung steht. Die habe ich mir jetzt geholt und die waren auch neu. Pasta in Spinat, Käse, Sahnesoße. Die waren auch neu. Die habe ich so auch noch nicht gesehen. Die habe ich jetzt zum Testen auch mal geholt. Das wird noch ein Speck. Und die habe ich auch noch nicht probiert gehabt. Pasta in Schinken, Rahmsoße. Ja, die haben halt komischerweise, früher gab es davon echt mehr. Und jetzt gibt es halt, hier zum Beispiel bei Netto gibt es, da hatten sie jetzt letztens nur Brokkoli. Das wollte ich nicht. Und zwei verschiedene tomatenmäßig. Also Tomaten. Also immer vom Maggi, glaube ich. War das Tomatensoße oder war das richtig Bolognese? Das weiß ich jetzt nicht. Da hatten sie zwei Tüten. Ne, eine Tüte. Das andere war schon wieder was anderes. Und dann, was hatten sie noch? Spätzle. Und das wollte ich nicht. Aber früher gab es davon ganz viele Sorten. Aber irgendwie gibt es kaum noch was. Ich habe auch früher, wo meine Tochter, also wo ich dann angefangen habe, regelmäßig zu kochen, weil vorher habe ich ja nicht regelmäßig gekocht, da habe ich mir eine Pizza in den Ofen geklatscht und fertig war. Und dann, seit meine große Tochter da ist, also bei mir lebt, seit ein paar Jahren, habe ich dann angefangen zu kochen. Ich habe angefangen mit Maggi, dann habe ich aber auch richtig gekocht. Aber Maggi geht halt schnell, wenn du viele Termine hast oder die Kleine irgendeinen Termin hat. Also die Große jetzt, das ist ja jetzt. So, dann einmal hier durchrühren. Es ist noch nicht angebacken. So. Da gehe ich eigentlich immer nach Gefühl vor. Ich gucke eigentlich da nicht so auf die Uhr.
Und da habe ich halt mit Maggi angefangen. Maggi fix. Und dann halt auch richtig selber kochen mit Chefkoch. Und da hatte ich dann, gab es dann immer diese Maggi-Tüten, wo oben dann, also wurde dann neu eingeführt, wo oben nochmal so ein Streifen dran ist, wo so eine Tüte drin ist. Dann hast du dann halt die Tüte, hast du aufgemacht, hast die Tüte rausgeholt und dann hast du zum Beispiel, was waren da, Hähnchenkeulen oder Braten, ja? Dann hast du das dann da reingemacht in die Tüte, hast die Tüte zugemacht, da war auch so ein Verschlussmechanismus noch mit bei, hast du zugemacht, hast du in eine Auflaufform oder auf ein Blech oder so in Ruf gestellt und dann in den Ofen gemacht. Und dann ist das richtig gut geworden. Da war auch dann meistens noch irgendwie ein Würz mit bei, was du in der Tüte, was du halt dann mit drin gemacht hast und dann halt geschüttelt hast oder so. Du hast die Auflaufform nicht dreckig gemacht. Das war eigentlich immer sehr positiv. Und die Dinger haben echt gut geschmeckt, aber die gab es nur kurze Zeit und dann waren die mit den Tüten weg. Wenn ihr die noch kennt oder wenn ihr wisst, wo die noch geben sollte, mit der Tüte oben drauf praktisch, das sieht aus wie so eine Magifix-Tüte. So, stellt euch das einfach als Magifix vor. Und hier oben reißt er ja normalerweise auf. Dann ist dann hier oben nochmal so ein Stück dran, wo dann diese Tüte, dieser Beutel drin ist. Die Dinger habe ich echt gemocht, die waren cool. Du hast halt, war halt Arbeitserleichterung, du hast halt weniger Abwasch gehabt und sind gut geworden. Auch die Hähnchenkeulen, dadurch, dass die in dieser Tüte nochmal extra waren und dann diese Gewürz mit bei war und so, die sind echt gut geworden. Also die hat meine Tochter sehr gerne gegessen, die fand die richtig toll. So, jetzt wird es schon mit dem Wasser ein bisschen weniger. Jetzt merke ich schon leicht hier so ein bisschen was. Nicht anbacken, aber kleine Verhärtungen will ich es mal nennen. So. Mal Nudeln angucken. Und das sind halt diese kleinen Nudeln, die sind halt schnell, die sind gut. Gut, ein bisschen noch. So, jetzt habe ich ein paar Minuten angehabt. Jetzt könnte ich es mal langsam auf die Hälfte runterregeln. Auf anderthalb. Ich werde jetzt auch nicht mehr schneiden. War halt nur beim Wasserkochen, damit ihr wirklich seht, wie lange ich brauche und wie lange das jetzt geht. Wir brauchen, was haben wir jetzt? Ich habe hier eine Uhr. 12:48. Angeblich 6 Minuten. Ich wage es zu bezweifeln, dass es um 54 fertig ist. Werden wir gleich wissen. Also ist jetzt Wochenende, also ich brauche aber nur für mich kochen. Die Große ist nicht da. Die ist beim Geburtstag von ihrem Bruder. Also auf Geburtstag von ihrem Bruder. Also auf der Geburtstagsfeier. Kommt erst heute Abend wieder. Morgen koche ich wieder. Ich weiß aber noch nicht was. Ich muss mich noch inspirieren lassen. Ich habe noch gehacktet im Gefrierfach. Nee, Quatsch, habe ich nicht mehr, das alle. Aber Schnitzel habe ich noch. Mal gucken. Ich habe nämlich vergessen, beim letzten Mal einkaufen wollte ich noch grüne Bohnen holen. Ich wollte vielleicht zum Wochenende grüne Bohnen machen. Aber das machen wir dann nächstes Wochenende. Schnitzel, grüne Bohnen, Kartoffeln, Soße. Dann ist der Herd auch immer voll. Schnitzel. Dann hinten hier oben die Kartoffeln, da hinten die Soße. Obwohl die Soße mache ich immer zum Schluss. Und dann zwei Töpfe brauche ich ja mit grünen Bohnen. Also einmal für die kleine, also für die große Bohnen und für mich. Ich mache das in zwei verschiedenen Töpfen, weil ich mag die Bohnen anders. Ich mag die richtig kräftig durch. Richtig. Also fast, einige sind da schon schwarz. Oder ich goldbraun, obwohl man eine goldbraun nicht sieht, weil sie ja grün sind, die Nudeln. Also schon eigentlich sehr dunkel. Und das ist ja krebsverursachend und so. Und meine Frau ist davon nicht so begeistert. Und deswegen kriegt meine große Tochter halt nochmal, mache ich da extra die Bohnen, damit die normal sind. Also weich, vielleicht ein bisschen was mehr, aber halt ohne, dass sie kräftig dunkel sind. Weil die soll ja vernünftig essen und nicht so wie ich. Kann sie machen später, wenn sie alt ist oder älter ist. So, jetzt einmal hier durchrühren. Ich merke schon, dass es hier leicht anhakt.
Wasser ist schon schön weg. So. Kostet mal eine Nudel. Ein bisschen noch. Und jetzt mache ich meistens, wenn das Wasser sehr schnell verkocht und das jetzt schon so anhakt, so ein bisschen, also anhakt, hakt nicht, das ist halt nur also es brennt nicht an oder so, es hakt so ein bisschen. Und dann nehme ich mir dann immer noch ein bisschen Wasser und mache nochmal so einen Schluck Wasser rein. So. Hier ist hier noch Geschmack drin, die Soße, ein bisschen Soße ist noch da, an den Nudeln klebt überall was, dass es nicht pur Wasser bleibt, dass sich das noch ein bisschen streckt. Dadurch backt das dann halt ein bisschen weniger an. Also wirklich nur einen Schluck. Das geht ja sowieso auch gleich wieder weg. Dann einmal hier kräftig durchrühren. So. Nochmal eine Nudel kosten. Na, komm her. Bisschen noch. Sind so fast bissfest, aber ich mag es halt lieber. Noch ein bisschen weicher. Da muss jeder dann halt seinen Punkt finden, wie er mag. Einen Teller nehmen und drauf machen und fertig. Ach, ne. Gabel brauche ich ja auch noch. Nochmal durchrühren. Das ist schön. Der Schluck Wasser hat gut geholfen. Nichts angebackt. So. Nochmal Nüdelchen. Na, minimal mal. Im Prinzip geht schon. Man könnte sie jetzt schon essen. Mausi, was los? So. Ich mache nochmal einen Schluck Wasser drin, weil ich beim Essen ja nochmal ein bisschen mehr Soße haben möchte. Also einen ganz kleinen Schluck. Also Soße nicht, also Flüssigkeit. Soll ja nicht zu trocken sein. Dann haben wir jetzt 12,54 haben wir jetzt. Ja. Also jetzt ist die Zeit erreicht, wo man eigentlich rausnehmen soll. Und das ist auch gut geworden. Ich werde es jeden Augenblick rausnehmen, also vom Herd nehmen. Normalerweise, also die letzten Male hat es viel länger gedauert. Da habe ich es auch länger aufkochen lassen müssen. Und dann auch so bei mittlerer Temperatur länger machen müssen, weil die Nudeln teilweise noch extrem hart waren. Also das ist diesmal hier echt gut. Und schnell, muss ich sagen. So. Jetzt noch einmal kurz ein bisschen aufköcheln und dann sind wir auch gleich fertig. Macht's am besten wirklich mit dem Deckel. Dadurch bleibt die Hitze halt konzentriert, geht nicht so viel Hitze verloren, dadurch jetzt wesentlich schneller. Und schon sind wir fertig. So sieht's aus, wenn es fertig ist. Können wir den Herd ausmachen.
Rucki-zucki erledigt. Ja, noch schläft die Kleine. Wir wollen ja nämlich dann Spaziergang machen. Und ich weiß nicht, wie lange sie schläft. Im Schnitt eine halbe Stunde, manchmal auch weniger. Und da ist einfach auch nicht die Zeit, jetzt hier irgendwas aufwendig zu kochen, zu machen. Das muss wirklich schnell gehen. Sehr schnell gehen, weil jeden Augenblick sein kann, dass die Kleine wach wird, dass du wenigstens ein bisschen was gegessen hast. So, dann empfehle ich euch auch noch, das werde ich gleich machen, wenn die Kamera aus ist, die Pfanne, bevor er anfängt zu essen, in Abwasch abspülen, also immer ein bisschen Wasser durchlaufen lassen, weil sonst, das backt so schnell an, ihr habt da so viele Probleme mit, wenn ihr das sauber kriegen wollt danach, denn das ist nicht so schön. So, dann wartet jetzt auch. Ich fange jetzt gleich an zu essen. Ich hoffe, ihr konnt Rebell und was weiß ich, wer da noch Probleme hat. Rebell hat sich geschrieben, wer hat denn noch geschrieben? Ich weiß es nicht. Und einige haben mir auch geschrieben, ja, das ist nicht so. Mir backt es auch an. Ich hoffe, ihr konnt euch damit ein bisschen helfen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich weiß nicht, ob ich das Dodi kocht nennt. Das ist ja einfach nur zusammenrühren. Das ist einfach nur Larifari schnell erledigt. Aber ich hoffe, ihr konntet euch damit helfen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.